So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Battlefield 5 und ihr seht schon im Hintergrund, der Rush-Modus ist jetzt zurück und der wurde komplett neu überarbeitet für Battlefield 5 und es wurde auch schon vor längerer Zeit angekündigt, dass Rush zurückkommt und ja, jetzt kann man den Modus in Battlefield 5 spielen und ich finde den Rush-Modus richtig cool. Und was ich auch gut finde, ist, dass sie sich die Zeit genommen haben, um die Karten von Battlefield 5 für den Modus anzupassen. Das andere ist natürlich auch, dass mit dem neuen Modus jetzt auch die neue Woche gestartet ist, Blitzeinschlag, und man jetzt auch wieder neue Herausforderungen machen kann. Und einige dieser Herausforderungen, die vom 7. bis 21. März gehen, werden auch sich auf Rush beziehen oder Frontlinien, und die kann man sich dann hier mal anschauen. Bei Tides of War sieht man ja, man muss eine Runde spielen, 30 Gegner eliminieren und verschiedene andere Sachen machen wie Sprengsätze und dann verschiedene Artillerie und so weiter rufen, und ist ziemlich einfach gehalten und man sieht, man hat jetzt immer oben einen Weg, unten einen Weg. Das heißt, wenn man den einen Weg unten schafft oder den oben, dann kann man immer jeweils den einen oder anderen Weg freischalten. Also es sollte kein Problem sein. Und wir werden uns jetzt gleich mal ein kurzes Intro zum Rush-Modus anschauen und dann hört ihr mich gleich wieder. Bis gleich. Rush ist ein Spielmodus, bei dem die Angreifer sich ihren Weg zum Sieg freikämpfen. Das angreifende Team muss alle Ziele erreichen und zerstören. Die Ziele werden auf der Karte als Artilleriestellungen oder Funkstationen angezeigt. Alle Ziele im Sektor müssen zerstört werden, bevor zum nächsten Sektor vorgerückt werden kann. Sobald die Ziele eines Sektors zerstört sind, muss das verteidigende Team sich zurückziehen, um das nächste verfügbare Ziel zu verteidigen. Du kannst damit Artillerieangriffe auf gesichtete Angreifer anfordern oder die Ziele entschärfen, sobald der Feind sie scharf gemacht hat. Sichere die Ziele. Dann wird der Sieg dir gehören. So, wir sind jetzt hier auf der Map Vernichtung. Und die Map gefällt mir so sehr gut. Und so viel ich weiß, es sind drei Karten gerade verfügbar für Rush. Und ich finde es auch cool, dass sie, wie gesagt, den Modus extra für die Karten jetzt anpassen. Und das ist einfach eine coole Sache. Und es war ja auch bei Squad Eroberung so, da gab es ja auch erstmal ein paar Karten, die man spielen konnte. Und es wird dann klar, im Laufe der Zeit, wo Battlefield 5 unterstützt wird, wird es dann weitere Karten geben, die für den Modus rauskommen und wo man dann, wenn der Modus zurückkommt, wieder spielen kann. Aber so ist es eben besser gemacht, wenn sie diese Karten eben richtig balancen, und dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese drei Karten zu spielen, dadurch ist dann auch möglich, dass man ja die Balance eben besser macht und dass der Modus dann auch gut funktioniert. Denn in Battlefield 1, glaube ich, war es so, da war der Modus nicht so gut gebalanced und da hat es nicht wirklich Spaß gemacht, den zu spielen. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, dadurch, dass erstmal die Karten richtig gut gebalanced werden, dann rauskommen, dann von den Spielern gespielt werden, dann können die wieder Feedback senden und sagen, hey, ist gut oder sollte man noch anpassen. Und dann wird der Modus wieder eine kurze Zeit weggehen, dann wird er geupdatet oder die Maps werden geupdatet, die verschiedenen Balance-Feedback-Mails werden dann angeschaut von den Spielern und dann werden die eben nochmal verbessert und dann, ja, dann wird der Modus so gemacht, dass die Leute eben damit auch viel Spaß haben und sie sich damit, ja, damit zufrieden sind, wie der Modus ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, die Map ist auch wirklich sehr gut geeignet. Ihr seht jetzt hier eine Bombe oder besser gesagt ein Ziel, was wir verteidigen müssen, ist hier.
an der Stelle in dem kleinen Theater oder ne, Bücherei besser gesagt, ja, so eine Art Bücherei. Und den kann man, die Position kann man eigentlich ganz gut verteidigen. Klar, man muss jetzt hier aufpassen, ich wollte eigentlich darüber springen, aber hier oben muss man klar aufpassen, dass man nicht von den Leuten auf der gegenüberliegenden Seite gesehen wird und dadurch dann abgeschossen wird. Man kann immer wieder auch diese Artillerieangriffe starten und dann werden auf die Gegner eben solche Artillerieangriffe ja gemacht und die kriegen dann ordentlich Schaden. Manchmal macht man da auch ein paar Kills. Kommt immer drauf an, wo die Gegner gerade sind. Wenn sie, oh, da habe ich jetzt, den habe ich jetzt gar nicht bemerkt, dass da einer kam. Aber eben, da kann man viele Kills machen mit diesen Artillerieangriffen. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Man kann aber auch Rauchverteidigungspositionen befehlen. Also dass dann zu gewissen Positionen so Angriffe kommen oder so. Ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll. Aber es kommt auf jeden Fall so Rauchbomben, die dann runterfallen und die dann für uns Verteidiger den Bereich ein bisschen sicherer machen, dadurch, dass da Rauch landet. Und wir werden gerade ziemlich ausradiert, hier sehe ich gerade. Denn unser Trupp wurde dort jetzt leider erwischt. Und bei Rush ist es so, wenn man dann respawnt, dann spawnt man wirklich sehr weit weg von der Verteidigungsposition. Denn die Gegner spawnen zwar auch weit weg, aber dadurch ist die Balance natürlich gegeben, dass jeder gleich viel Chancen hat. Das heißt, wir müssen einen ziemlich weiten Weg laufen, um dorthin zu kommen, die Gegner auch. Und dann muss man eben versuchen, an dem Ort gut zu verteidigen und dann ja nicht in die. Eben, dass jeder die Chance hat, es zu schaffen. Und das finde ich eigentlich ganz okay. Es kann manchmal dann klar schwerer werden, wenn man jetzt nicht so ein gutes Team hat, wenn die nicht so gut verteidigen. Und gerade hier ist es dann wichtig, dass man gut im Trupp zusammenarbeitet, wenn man Freunde hat, sich dann dort gut abspricht. Denn dann macht es wirklich, macht es viel aus, diesen Modus zu gewinnen oder eben zu verlieren. Und hier ist es auch ziemlich wichtig, die Barrikaden, die zur Verfügung stehen, zu bauen, denn das kann dann schon helfen. Jetzt zum Beispiel hier, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber dort kann man auch Barrikaden aufbauen, wo ich jetzt gestorben bin und da könnte man dann geschützt sein oder wäre dann geschützt an der Stelle. Und das ist auch sehr wichtig, klar. Und deswegen werden die Maps klar auch komplett angepasst für jeden Modus, denn dadurch, dass es ja in Battlefield 5 jetzt diese ganzen Barrikaden gibt, die man bauen kann und die ganzen ja, Schutzfunktionen, die man aufstellen kann, dadurch muss jede Map dann extra angepasst werden, weil es in jedem Modus andere Laufwege gibt. Also gewisse Barrikaden wie die hier, die man eigentlich in jedem Modus hat, die sind dann schon auch noch da. Es gibt auch manche, die dann nicht erscheinen, weil einfach gewisse Wege offen sein müssen, um die Balance zu gewährleisten. Aber solche hier sind klar da und die sollte man dann auch bauen, um den Gegnern dann es nicht so einfach zu machen, dorthin zu kommen. Und hier gibt es normalerweise immer eine Munitionsbox, die ist jetzt hier nicht da, weil auch die Boxen wurden klar verändert, die Stationen und wo die stehen, es wurde ein bisschen verändert. Und ich wollte jetzt hier hochklettern, aber irgendwie kam da ein Gegner hoch, den habe ich jetzt auch nicht bemerkt. Und ich spiele auch nicht mit Kopfhörer gerade, da hätte ich das besser gehört, dass da einer kommt. Und ja, das ist eben ziemlich wichtig. Und das ist auch so, dass wenn dann der Rush-Modus jetzt, der wird ja jetzt eine Zeit lang zeitlich begrenzt verfügbar sein. Und wenn er dann wieder weggeht, dann wird nicht nur auf diesen Maps hier Updates gemacht, sondern es werden klar auch an neuen Maps gearbeitet, wo der Modus dann verfügbar gemacht wird. Und wenn er dann wieder zurückkommt, genauso wie Trupperoberung, dann gibt es dort auch wieder neue Maps, auf denen man spielen kann. Und das ist dann wieder eine coole Sache, weil die Maps dann auch richtig gut gebalanced sind. Und das finde ich eigentlich viel besser, als wenn man gleich alle Maps hat und die Hälfte davon kann man spielen, weil sie halt einfach nicht so viel Spaß machen. Und auch hier kann man normalerweise hier an der Stelle, wo jetzt gerade hier diese Barrikade seht, da kann man normalerweise auch welche bauen, aber eben wegen der Balance und wegen den Zugangsoptionen für die Gegner auch wurde hier
das verhindert, dass man das bauen kann, weil sie sonst keinen Zugang mehr hätten und dann könnten sie nicht zur Bombe gehen. Und es soll ja auch nicht unmöglich sein, also für die Angreifer, genauso wenig für die Verteidiger. Und hier kann man jetzt wieder welche bauen und das ist wirklich sehr gut. Und man sollte dann auch manchmal, wenn man jetzt mit Freunden spielt, mit einem Trupp oder so, dass man so zwei Versorger mitnimmt, eventuell, damit man diese Position schneller bauen kann. Und dann gibt es ja auch noch die Rolle, also die man wählen kann, wo man noch schneller diese Barrikaden baut. Das kann man dann klar auch machen, MG-Schütze zum Beispiel. Und dann geht das Ganze noch ein Stückchen schneller. Jetzt hat hier ein Verbündeter gerade noch jemanden getötet. Ich habe gedacht, der schafft es nicht mehr, dann hätte ich ihn noch wiederbeleben können. Aber hier die Position ist klar sehr gut zum Verteidigen. Vor allem, wenn man dann MG-Schütze ist, kann man hier mit dem Zweibein, das die einige dabei haben, kann man dann gut über die Deckung drüber sehr präzise auf die Gegner schießen. Klar, für mich ist es jetzt nicht so einfach, die zu bauen. Ich hole jetzt hier den auch nochmal schnell zurück, weil ich jetzt Sanitäter bin und der baut klar ein bisschen langsamer die ganze Deckung. Und da muss man dann ein bisschen aufpassen. Das Gute ist aber, dass man sich immer von Deckung zu Deckung vorarbeiten kann mit dem Bauen und die Gegner eigentlich einen nicht wirklich treffen können, weil sie klar, oh, jetzt war hinter uns einer, weil sie klar dann von der Deckung aus nicht zu mir schießen können, weil ich hinter der neu gebauten Deckung stehe. Das ist dann ziemlich gut. Aber es ist auch nicht so einfach, weil die ganzen Laufwege, wo die Gegner dann reinkommen können, das gibt's klar einige. Und da gerade der Modus neu erschienen ist und ich die Maps auch noch nicht so gut kenne, also das ist meine erste Runde auf der Map und in dem Modus, da muss ich auch erstmal so die Laufwege ein bisschen sehen und wo die Gegner kommen können, wo nicht und wo welche Deckung verfügbar ist und wo nicht. Das muss man dann klar ein bisschen einspielen, ein bisschen kennenlernen. Und hier zum Beispiel sind ja auch viele Gegner, wie ihr es hier gerade seht. Die gehen dann klar auch hier rechts rum. Und oh, da war noch einer. Den habe ich jetzt nicht gesehen, der war ein bisschen weiter weg. Aber von der Seite können sie auch kommen. Und gerade hier kann man auch eine Barrikade bauen. Dadurch kann man den Gegnern es wieder schwer machen, dort reinzukommen. Und das ist gerade in solchen Modi, wo man was verteidigen muss, immer ziemlich wichtig, die dann zu bauen. Und deswegen kann ich das euch nur empfehlen, das zu machen. Ich habe jetzt hier jemanden runterfliegen sehen, aber der ist leider weiter runtergeflogen, als ich dachte. Und dann habe ich leider meine Rauchgranate falsch geworfen. Und hier hinten sind jetzt wieder welche. Hier sieht man es ja, das sind einige. Und das wird alleine schwierig. Damit die Leute hier ja nicht so schnell sehen, dass ich hier bin. Ich könnte jetzt auch hier klar Sprengstoff hinmachen, wenn ich jetzt zum Beispiel der Stummsoldat wäre, aber das habe ich jetzt leider nicht dabei. Und man könnte dann dort oben auf der kleinen Erhöhung könnte man dann warten, bis die reinkommen und sie dann klar wegsprengen. Jetzt versuche ich aber mal außenrum zu gehen, auf der Hoffnung, dass sie nicht gerade sehen, wo jemand oder dass hier jemand kommt. Hier sieht man jetzt, da steht noch einer. Ich glaube aber, dass da noch mehrere sind. Ich muss jetzt mal gucken. Oh, hinter mir war auch noch einer. Ja, es ist wie gesagt, da sind einige Gegner und gerade von der Seite haben sie einen guten Weg, dorthin zu gehen. Das sollte man sich dann merken, wenn man Angreifer ist, dass man hier vielleicht die Richtung rumgeht. Und einer unserer Truppmitglieder, der verteidigt hier mit seinem MG. Und jetzt seht ihr gerade, hier sind diese Rauchbomben, die ich schon erwähnt habe, die man starten kann. Ich weiß zwar noch nicht wo, also hier kann man ja, glaube ich, nur Artillerie starten. Aber die Rauchbomben gibt es wie gesagt auch. Und die machen dann so an der Verteidigungsposition ein paar Rauchschwaden hin, damit die Gegner nicht so leicht sehen können, dass da jemand kommt. Da unten ist jetzt noch einer. 99 Schaden, okay. Der hätte ja noch 1% gebraucht, dann wäre er tot gewesen. Ist immer ein bisschen doof, wenn man nur so wenig Schaden macht und dann, oder was heißt so viel Schaden macht und dann die Gegner nicht ganz killt. Aber hier sind eigentlich einige Verbündete. Vielleicht holt mich noch jemand, das wäre ganz cool. Ah, da ist schon jemand. Also es ist eigentlich immer ziemlich nice, dass fast jeder hier wiederbelebt. Es kommt immer drauf an, auf die Situation, aber meistens schon. Oh, jetzt musste ich wieder nachladen. Ich konnte gar nicht schießen. Sonst hätte ich vielleicht hier noch den einen oder anderen erwischen können. Aber ich finde den Modus richtig, richtig cool und macht schon Spaß. Ist schön, dass er wieder zurück ist, vor allem in der geupdateten Version.
und für jede Map angepasst, dass es halt auch Spaß macht, den zu spielen und die Maps auch Sinn machen für den Modus. Denn in Battlefield 1 war das schon oft der Fall, dass es eben nicht so gut war. Und jetzt haben wir auch gewonnen. Wir haben es geschafft zu verteidigen. Und klar, das wird sich im Laufe der Zeit, wo der Modus jetzt verfügbar ist, noch ändern. Also man wird klar dann merken, dass die Leute die Maps besser kennenlernen und dann auch den Modus. Und deswegen wird sich das noch ein bisschen ändern, wie der Modus sich spielt. Aber ich finde es auf der Map jeden Fall sehr cool. Ich werde dann unten in der Videobeschreibung euch noch reinschreiben, welche anderen Maps noch zur Verfügung stehen. Und dann würde ich sagen, danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und probiert den Modus selber mal aus. Er ist für jeden jetzt kostenlos verfügbar. Die neue Woche ist auch da, wie ihr es hier seht. Könnt ihr selber dann nochmal nachschauen. Und was ihr dort alles machen könnt und müsst. Und dann schaltet ihr neue Flugzeuge frei. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es so war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.